Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir waren hier stehen geblieben beim Wachmann gefangen nehmen. Wo ist Twopenny? Bitte, ich habe Familie. Er ist im Tresorraum und betrachtet seine unbezahlbaren Gemälde. So geht das. Einzigartiges Attentat verfügbar. Kann ich den jetzt niederschlagen? Es ist nur die Frage, wie komme ich hoch oder wie komme ich dorthin? Hier durch auf jeden Fall mal nicht. Nein, bin ich nicht. Tille. Oh, schick. Sehr passend für Twopennys Gruft. Kann man sehen, wie man will, ne? Aber die geheime Passage haben wir immer noch nicht gefunden. Dann muss ich wahrscheinlich offscreen suchen wieder. Verstecken. Wo verstecken? Weiter unten, hä? Muss ich dazu die geheime Passage finden oder was? Ach Gottchen, nee, oder? Für das einzigartige Attentat muss ich ziemlich schlau sein, ne? Verstecken. Aber dann muss es ja hier irgendwo ein fucking Gully geben, wo man irgendwie in die Kanalisation kann. Ich fühle mich nämlich irgendwie wie auf dem Präsentierteller. So, ey, gehst du mal da runter? Junge, loslassen. Ja, lass los. Geh runter. Ich guck mir mal an, ob ich eine Geheimpassage finde. Ach Gott, haben wir jetzt gerade ziemlich abgelost. Zum Glück können wir hier ein Massaker veranstalten. Nee, versuch es nicht einmal. Weißt du, das mache ich so. Keine Zeit mehr für euch. Wunderbar.
Hier machen wir mal wieder auf. Und jetzt gehen wir uns noch ein bisschen umgucken. So viel Wald war das also gar nicht. So, geh mal aus dem Weg. Mit dir kann ich nicht sprechen, du Gurke. Warum auch immer. Ich glaub's nicht. Ich schwör, bei jedem solchen Attentat mache ich so ein Gemetzel hier irgendwie. Geht gar nicht anders mit dem. Teilweise. Da kann man nicht aufmachen. Du bist viel zu langsam, Alter. Viel zu langsam. Schloss knacken mal. Wunderbar. Wer bist du eigentlich? Gefangen nehmen. Aha. Dass man direkt reinkäme, ne? Aber ich möchte nicht den einfachen Weg. Gib mir irgendein Zeichen, verdammt. Gott, verdammte Kacke. Wenn ich nur wüsste, was man unter geheimen Passage verstehen könnte. Dadurch geht's nicht. Dort rein müssen wir. Wir sind da oben. Irgendwie war da oben was. Ach so, nur ein Eingang von hier. Okay. Ja gut, das machen wir. Wir beenden mal die Mission. Ewig hier herumzukriechen bringt auch nichts. Ach so. Da kann ich oben noch lange durchsuchen. Verdammter Tollpatsch! Nicht wieder vor.
Jetzt muss ich nur noch gucken, wie man dort am schnellsten hochkommt. Dass der das da unten nicht gemerkt hat, soll mir recht sein. Wenn ihr denkt, ihr seid reich, dann viel Spaß. Wunderbar. Und wir verstecken uns hier und können ein einzigartiges Attentat trotzdem noch sehen. Geile Sache, ne? Diesmal lasse ich ihn nicht ausreden, auf jeden Fall nicht ganz. Er redet nicht mal. Aber jetzt. Sie werden der Bevölkerung von London keinen Schilling mehr stehlen. Diese Tiere verprassen ihr Erspartes. Wir sind die Experten für Investitionen. Nichts würde erbaut oder verbessert werden. Nichts sich aus dem Schlamm erheben, wenn wir nicht die Zukunft formen. Nein, sie erschaffen würden. Sie profitieren mehr, als sie verlieren. Es ist deren Stadt, nicht ihre. Ohne unsere Investitionen gäbe es gar keine Stadt. Man kann so oder so sehen. Hier, für den Fährmann. War ein exzellentes Attentat, muss ich schon zugeben. Es ist nur noch die Frage, wie können wir hier ungesehen abhauen? Ohne dass die irgendwie sowas spitz kriegen, ne? Wenn ihr meint, ich lege mich jetzt euch, also mich mit euch an, dann seid ihr schief gewickelt, Leute. Ich bin hier mal weg. Hallo. Mal gucken, was jetzt kommt. Wunderbar. Tja, aber was hier noch so passiert, werden wir im nächsten Part erfahren von Assassin's Creed Syndicate. Ich hoffe, ihr seid dabei. Tschüss.